Arthur 2 mit Promods 2.2. Und ja, wollen wir hier mal von, lass mich gucken, von Szeged über Budapest nach Wien. Wurde mir empfohlen. Soll ich mal anschauen. Dann schauen wir uns mal Wien an. Na, 385 Kilometer, da müssen wir uns sputen. Deswegen fahren wir auch gleich los. Mit unserem Iveco, Norscan, ein schöner Trailer. Was transportieren wir denn überhaupt? Junge Setzlinge, oh cool. Na, wieder hübsche Begleitung dabei natürlich, ganz klar. Und jo, dann toben wir noch mal los, ne? Und ab geht die Post. Jede Menge Rindviecher. Staubige Straße. Oh, Pferde. Na? Jede Menge Pferdchen. Ah, guck mal, da vorne ist genau so ein Suche mit dem Hänger. Ja, noch kein gefunden bisher. Na egal, werden wir schon finden. So, und auf geht's. Da müssen wir hier schon wieder ab, ne? Jawohl, Richtung Budapest. Ups, passt bloß auf. Okay, hat gereicht. So, na, lass mal ein bisschen rennen. Na, der zieht ganz gut weg. So, jetzt müssen wir noch aufpassen. Jo. Immer geradeaus. Da flutscht er da. Jo. Ah, die anderen haben ganz schöne Zacke drauf da. Wenn die alle schon Licht an, habe ich wieder irgendwas. Mit der Uhrzeit nicht richtig. Was haben wir denn? Wo stand die verdammte Uhrzeit schon wieder? Ach Gott. Krieg die Krise. Wo ist denn die Uhrzeit? Kilometer Drehzahl, bla bla bla. Uhrzeit? Keine. Okay. Wo ist die Uhrzeit? Ach, 11 Uhr. Okay. Na, da kommen wir abends irgendwann an. Ja, das macht nichts. Das passt. Mal einfach ein bisschen auf dem Gas drauf bleiben, dann ziehen wir das durch hier. Ah, herrlich. Ja, der Iveco läuft einwandfrei.
Immerhin schon ein ganzer Konvoi hinter uns. Wieder Elefantenrenne im Rückspiegel da. Das ist einfach herrlich, wenn du dann vorne die Dörfer da siehst, die Kirche und so. Das ist echt herrlich gemacht. Nochmal so schön ruhig da hingleiten. Echt klasse. Ach, zum Entspannen ist das einfach toll. Da fährst du dahin, genießt die Landschaft. Da haben wir jetzt mal ein bisschen gucken hier. Ah, guck mal. Das ist einfach klasse. Super. Der Iveco läuft so schön ruhig. So, mal aufpassen, wir müssen glaube ich geradeaus. Ja. Nicht nach Debrecen. Oh, guck dir das an, du. Ist das nicht ein Bild, oder? Ja, das ist doch genial. Wow. Ja, aber jetzt nichts her. Sapperlottl. Ja, ein Heißluftballon wieder. Ja, wieder auf Geschwindigkeit kommen. Ja, geh du weg hier. Oh, was ist das da? Ah, das liebe ich immer. Da kommst du da angeflogen, du. Ich hätte abbiegen müssen. Oh, Scheibe. Okay. Jetzt, jo. Jetzt müssen wir hier rüber wieder. Ich mache ja nicht gern, aber... So ein Käse. Okay. Gerade noch gemerkt. Da kann man noch so schön wenden, wenn keine Leitplanken da sind. Jo, und vorwärts geht's. Ah, guck mal das Wetter an, wird immer besser. Jetzt schnappen wir uns gleich den Bus noch hier. Kommen wir jetzt nach Budapest, oder? Ist ja bombastisch da. Naja, durch die Donau wahrscheinlich. Klasse. Oh, und jede Menge Raben da oben. Meine Hand, das sieht einfach klasse aus. So, jetzt müssen wir gucken, wir müssen Richtung Wien. Ne? Ist das jetzt einspurig oder mehrspurig?
Was darf man denn 70 da mal fahren? Ja, da ist wieder die Blitzkäste da in Budapest rum. Ja, sowieso ist das einspurig. So, lässt du mich rüber? Du lässt mich nicht rüber, das war klar. Dann müssen wir halt so rüber. Wie, jetzt doch zweispurig? Oh. Die Straßenschilder, die Beschilderung ist doch etwas verwirrend. So, dann lassen wir Budapest hier rechts liegen, ne? Ja, sind wir schon vorbei. Ah, jetzt kommen wir nach Győr. Okay, das ist auch neu dazukommen, wenn ich es noch richtig weiß. Ah, dann fahren wir da mal hin. Supi. Nach Győr oder Győr, wie es heißt. Oh, langsam. Wenn der verreist, dann fliegt er um da. Oh, da geht es ein paar Gründe, aber ein bisschen langsam. Naja, gut, so langsam jetzt auch nicht. Auch voll abbremst mit der Motorbremse. Oh, langsam. Jetzt mal gucken, wo mein Kaffee ist. Oh, sorry. So muss das sein. Ja, der Langnese wieder. Ja, ich muss sagen, ich bin immer wieder begeistert. Das ist echt klasse. Also Eurotruck Simulator mit den Pro-Mods. Das ist echt der Wahnsinn. Oh, sorry. Wollte jetzt nicht schneiden, Kelle. Da schaue ich wieder überholen mit einem Auto-Led da. Was haben wir hier schon bei Győr? Ja, das liegt hier rechts. Ja, da fahren wir anders mal hin. Jetzt müssen wir gucken, was haben wir da noch? 2 Stunden 35. Jetzt wollen wir schauen, dass wir nach Wien kommen. Solange es noch hell ist, haben wir wieder was sehr von der Stadt. Ach, da unten, ne, da unten stimmt. Ach, da unten ist die Uhr, 14.05 Uhr oder 6. 2 Stunden noch. Ja gut, das haben wir ja unten, wenn es hell ist. Passt ja. Oh, langsam, wir sind schon wieder bei 90.
dass man wieder ein Ticket kriegt. Dann müssten wir eigentlich bald an die Grenze kommen, ne? Das sieht man Gehör. Oder Gehör. Oh, und ich fahre schon wieder zickzack da nicht. Es ist nichts. Ah, jetzt geht es aber geradeaus. Jetzt können wir ein bisschen Sightseeing machen. Oh, klasse. Oh, und die Polizei auch noch. Mal gucken, Renault hinter uns. Wollen wir doch einmal fahren wieder. Einmal geradeaus nach Wien. Ah, geht's wieder ewig geradeaus, klasse. Müssen wir nirgends ab, oder? Nee. Oh, noch mehr Polizei, ein bisschen langsamer. Langsamer, langsamer, langsamer. Oh, der bremst da aber ab, du, sag mal. Die Setzlinge wiegen nichts, oder was? Da steht die ungarische Polizei. Die Rendorsek. Jo, das war jetzt Österreich. Oh, eine Shell-Tanke, wow. Hey, cool. Im Burgenland. Du machst keine dumme Sache hier. Genau, bleib du schön auf deiner Spur. Dann passiert uns nichts. Jede Menge hier Schornsteine voraus. Knoten heißt es eine Strich. Ja? Okay, nicht Kreuz, sondern Knoten. Ah, da geht es nach Bratislava. Da wollen wir nicht hin, wir wollen nach Wien. Jawohl, da sind wir richtig. Das ist einfach klasse. Riesiges Industriegebiet. Da hier ein kleines Dorf.
Wo fahre ich denn schon wieder? Jei. Da geht's nach Graz, da waren wir auch noch nicht, da müssen wir auch noch hin. Ja, wir haben einige Sachen, wo wir noch angucken müssen. St. Pölten. Wieso zeigt er jetzt den Pfeil in die andere Richtung, der Knirsch? Das verstehe ich jetzt nicht. Bin ich irgendwie falsch gefahren jetzt? Nein, das stimmt doch. Wieso zeigt der Pfeil jetzt entgegengesetzt? Nee, ich bin doch richtig. Ich bin doch richtig. Naja. Komisch, egal. Na, jetzt zeigt er wieder, hä? Naja. Navi halt. Aber das kenne ich ja, das ist immer so. Jetzt zeigt er wieder die Richtung. Ja, vorher noch in die andere Richtung gezeigt. Egal. Yo, gucke das an, du. Oh, ich muss langsam machen, du. Dann fahre ich wieder aus der Kurve raus da. So, jetzt machen wir uns das mal ein bisschen angucken hier. Oh, Luxe, uiuiui. Boah. Jetzt mal aufpassen. Ja, sind wir richtig? Ja, wir sind richtig. Jetzt können wir ein bisschen Sightseeing machen. So. Mann. Kalle, wo fährst du schon wieder? Das Riesenrad. Cool. Ah, das ist mal eine richtige Stadt da. Oh, was war denn das jetzt? Wow. Ein Überholer. Ich hoffe noch, dass man nicht hier irgendwo raus muss. Das ist schon krass, hey. So, und da vorne müssen wir links. Das heißt, wir wechseln mal die Spur hier. Ach, guck mal da. Das ist ja klasse, oder? Ich weiß zwar jetzt nicht. Rum ums Eck mit dir. Straßenbahnschiene. Sehr toll. Ja, sind wir in der Stadt drin, da ich finde das. Ja, wenn jetzt nur die Straße bei der Fahrrad oder irgendwelche Fußgänger hier und nicht nur vereinzelt da. Hochhaus, da ist ja der Wahn. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo müssen wir eigentlich hin? Dann. Ah, da vorne rechts. Okay. So, jetzt können wir mal ein bisschen rumgucken hier. Ah, da ist das Riesenrad dahinter. Guck mal, die Hochhäuser. Na, ein paar Leute laufen da rum. Aber Straßenbahnschiene ist ja klasse, oder? Wir müssen da gleich wieder links.
Nanu, und jetzt, Nanu? Hallo? Na klasse, jetzt stehe ich mit auf Dumbledore. Knilch, Palex. Ach, jetzt müsste einfach nur Straße überfahren, das wäre eigentlich der absolut top. Am Heumarkt, ich glaub's ja nicht. So, jetzt sind wir dran. Holder die Polder über die Straßenbahnschiene hier. Ui, oi, oi. Na, Patex, fahr mal zu hier. Ja, wenn er mal Patex sagt. Da vorne muss er hin. Was ist das für eine Erhöhung hier? Okay. Oh, dann zack. So, dann packen wir die Masche ein. Mitte in der Stadt hier. Wow, 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 rum, 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 rum. Ah. Naja, beinahe. Also da haben wir gerade ein bisschen Schwierigkeiten beim iPad. Das muss man aber echt nur, wenn du jetzt dabei den nicht mehr gemacht hast. So, jetzt müsste eigentlich passen. Oder? Stehen wir so schräg? Ja, geht doch. So. Hey, wir sind in Wien angekommen. Ah, und da steht unser Budweiser. Da haben wir auch schon gefahren. Na super. Naja, wieder ein paar Punkte dazu. Ja, aber das geht halt. So, jetzt sind wir in Wien. Ja, vielleicht können wir nächstes Mal ein bisschen in Wien rumfahren, vielleicht ohne Hänger. Dann gucken wir mal, was es so zu bieten hat. Oder wir müssen mal Luftaufnahme machen. Ja, schauen wir mal. Ja, also, das war Wien. Bis denn, bye bye.